Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Life is Strange, einem bezaubernden Spiel. Ich finde die Story immer noch so klasse und ihr könnt es nicht glauben, seit Episode 1 spiele ich in 1 durch. Das ist der Vorteil, wenn man später mit einem Spiel anfängt. Die Episoden werden ja alle nach und nach released und Episode 2 war direkt nach Episode 1 erhältlich. Ach, wunderbar. Wir haben uns im Max Zimmer ein wenig umgesehen und wir wollen jetzt eigentlich nur duschen. Wir sind gerade aufgewacht, wow, ein bisschen über Quantenphysik geredet und wir gehen jetzt mal raus und gucken mal, was die Story so bringt. Ich bin schon sehr gespannt, was in der Dusche so abgeht. No amount of rewind will keep me clean. I still need a shower. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I'm so on it, consider it done. Oh Gott, die Musik. Wir können tatsächlich klopfen. Können wir hier irgendwas machen? Ist Warren vielleicht da? Hier ist Brooke. Wir können sie alle besuchen, Leute. Ist das cool. Das Poster kennen wir ja schon. Oh, wenn wir jetzt duschen gehen, können wir die da noch überhaupt besuchen? Wir können ja mal schauen. Brooke? No Brooke here. Okay, Tür Nummer 1. Ist keiner da. Wollen wir mit Victoria sprechen? Ist sie noch vielleicht pisst? Weil wir haben ja sie verraten. Ihre kleine Intrige in Episode 1 aufgedeckt. Wir klopfen mal. Wir sind ja eigentlich keine BFFs, ne? Fine, I won't disturb you. Okay, sie will gar nicht erst die Tür aufmachen. Ist das hier neu? This is like the public DNA of our dorm. Lass dich nicht von Depressionen runterziehen. Jeder wird mal traurig und fühlt sich einsam. Und wenn du jemanden zum Sprechen brauchst, ruf uns jederzeit an. Tag und Nacht, wir werden zuhören, weil wir uns sorgen. Eine 24-Stunden-Hotline. Finde ich klasse. Ich finde, das sollte eigentlich jede Schule anbieten. Also mittlerweile, denke ich, täte das ganz gut, weil oftmals kann man ja nicht immer mit Eltern sprechen. Oder in unserer heutigen Gesellschaft sind Eltern ja auch gerne mal getrennt. Oder man lebt sogar ohne Eltern. Bevor ihr jetzt denkt, ja, die redet ja nur, ich rede aus Erfahrung. Ich bin nämlich auch ohne Vater aufgewachsen und dementsprechend finde ich sowas klasse. Also gerade wenn man mal Sorgen hat oder Probleme in der Schule, super Sache. Handy verloren. Diamantene Handyhülle. Zuletzt auf der Vortex-Club-Party gesehen. Bitte an den Fundstelle Prescott Wohnheim abgeben. Vielen Dank. Wer es glaubt, jeder weiß, dass Handys niemals auftauchen. Mir selbst wurde mein Handy auch mal in der Schule geklaut. Das war echt ärgerlich. Tutor für Statistiken gesucht. Hilfe, wir haben schon einen Monat Statistik und ich verstehe es immer noch nicht. Ist das Mathe oder Philosophie mit Graphen? Hilfe, werde bezahlen, wenn ich eine 1 bekomme. Hilfe. Courtney wie? Wer war nochmal Courtney? Vielleicht finden wir es noch raus. Oh Gott, was ist das denn? Fleisch ist immer noch Mord. Trete dem Blackwell Veganer Club bei. Ach, ja. Ich liebe Fleisch. Nein, next. Ah, das ist die Halloween-Party. Mädchenabend. Halloweenies Dream Along. Nightmare Before Christmas. 16. Oktober. Das ist nach dem Sturm. Um 19 Uhr Wohnheim, Aufenthaltsraum. Immer monatlich und immer freundlich. Also habe ich Hoffnung, dass der Tornado uns nicht ganz verwüstet. Ich weiß es nicht. So. World Bank for God. Aha, hier wohnt Kate. Kate kennen wir auch schon. Kate ist gläubig. Und da haben wir zuletzt in Episode 1 ein Peace-Zeichen aufgemalt, weil da echt immer fiese Sprüche draufstehen. Und in diesem Sinne steht hier schon wieder etwas. We'll bang for God. Können wir uns einmal ansehen. Marks of Satan. Das heißt, We'll bang for God. Wie kann man das denn nett übersetzen? Naja, die würde halt für Gott so einiges tun. Sagen wir mal so. Das löschen wir doch jetzt erstmal. Meinen wir wieder ein Peace-Zeichen drauf? Nee, wir machen diesmal gar nichts. Aber wir klopfen mal. Vielleicht ist ja Kate zu Hause. Kate is an early bird. She might be up and gone. Na gut. Kate ist auch nicht da. Das Be a Zombie oder Don't Be a Zombie, das kennen wir auch schon. No boys allowed. No balls allowed. Oh Gott, das ist ja ein richtiges Mädchenwohnheim. Ah, guck mal. Da haben wir doch Alyssa, oder wie ist sie? Ja, Alyssa. Die haben wir ja vor dem Ball beschützt, Maren. You okay, Alyssa? Immature assholes. Sorry, Max. I'm not feeling social right now.
Warum? Warum? If I help Alyssa, I could be like the godmother of Blackwell. Ja, gut. So, gucken wir mal. Ich trinke gerade nebenbei übrigens Eiskaffee, falls euch wundert, dass ich öfter mal abschmatz. Ist so lecker. Sei wach. Achso, das kennen wir ja. Sei wachsam auf dem Campus. Das fand ich ja schon mal gut. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Thanks for the warning. Ah ja. The Vortex Club coming soon, ist klar. Und was war das hier? Geek Girls Bücher Club. Okay. Das ist wieder mal ein Angebot des Campus. Ich glaube, hier sind die Duschen. Da gehen wir erst gleich hin. Wir sehen uns noch ein wenig um. Oh, könnt ihr euch noch daran erinnern? In Episode 1 lag hier jede Menge Klopapier. One quick rewind and I could stop this TP-Attack. Welchen Klopapierangriff? Ach, wurde sie wieder oh Gott. So. One quick rewind and I could stop this TP-Attack. Moment. Ah. Warnen. Alyssa, can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Okay. Wow, now that was close. Thank you, Max. Die reilt das auch nicht, ne? So oft wie wir dir helfen, die reilt es einfach nicht. Jetzt können wir aber wieder das eben kurz wegwischen. Zack. Siehst du mal, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Jetzt können wir vielleicht mit ihr reden. Why, hello again, Alyssa. Okay, Max. That's twice you've saved me from a projectile weapon. Are you my guardian angel? Hardly. I just have a sixth sense for trouble. I'm glad to help you out. Blackwell has a surplus of assholes. Oh, by the way, Warren said you borrowed his epic film flash drive. I didn't know you were a sci-fi geek like us. What's your favorite? Oh, die wird mich hassen, wenn ich zurück in die Zukunft sage. Täglich grüßt das Murmeltier, ist auch ein cooler Film. Habt ihr den gesehen? Der ist wirklich gut. Ich weiß leider den Namen des Schauspielers nicht mehr, aber das ist der, der in Ghostbusters auch gespielt hat. Und Looper. Wir sagen mal Zurück in die Zukunft, weil ganz ehrlich, ich liebe Zurück in die Zukunft. McFly. I love Back to the Future, of course, but who doesn't? Can you imagine going back in time to Blackwell in the 1980s? We'd suffocate from all the hairspray. You and Warren do know your sci-fi. Be careful, you might make Brooke jealous. I'll just pretend I have no idea what you mean. Warum Brooke? Warum sollte man Brooke eifersüchtig machen? Sind die zusammen? Was haben wir hier? Nice atmospheric shot. Needs dusting. Ha. Sieht auch wieder aus wie da beim Leuchtturm, wo wir uns aufhalten. Hier ist eine Halloween-Party. Totally 80s Film Night. Oh, hier können wir auch klopfen. Oh, schaut mal hier. Stop 'em, Bigfoot. Das ist unsere Chili darin. Die scheint echt gute Laune zu haben. Und ich hoffe wieder, dass wir keinen Claim bekommen auf die Musik. Mal schauen, ob da jemand zu Hause ist. Wake up, Max. Juliet is next to me in the hall, oh. Not her room. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Schauen wir. I'd love to make a photo collage of every person who've posted these. Was haben wir hier? Sei nicht ängstlich, sei bereit. Pistolentraining für Jugendliche. Selbst unter 21 kannst du lernen, wie man Schusswaffen benutzt. Von der Kalaschnikow zur, oh Gott, was? Zvedovka. Junge Schützen benutzen lustige, sichere, perfekte Plastiknachbildungen. Schau in unserem Bunker für einen Schnupperkurs vorbei. What? Man, Alter. People here are merciless. Safe, not sorry. Ganz egal, wie sehr ihr euch mögt, ein Ausrutscher kann dein Leben verändern. Du hast die Wahl, es ist nichts Falsches daran zu warten. Für mehr Informationen besuche bitte warten es at praisebjc or graffiti. Sieh dir Kates Video als Beweis an. Oh, Alter. Könnt ihr mich hören? Ja, das können wir. Bitte respektiere deinen Gang, was? Respektiere deinen Gang und deinen Nachbarn. Bitte sei ab 20 Uhr leise. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch da morgen sieht Kate wieder auf dem Poster.
Oh Gott, Claim, Claim, ich höre schon, ihr werdet gleich mich ganz komisch hören, weil ich die Musik wieder rausfiltern darf. Wir sehen sie mal an. Whatever they're watching must be hot stuff. Hello, Juliet. Hey, Max. Did you check out Kate's hot video yet? Oh mein Gott. Warum sollte ich mir sowas ansehen? Why should I? Because it's fucking hilarious. Church girl gone wild. Kate's not like that and you know it. Really? Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touché. Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. Was ist mit Victoria? Was ist mit Zachary? Bist du dir sicher? Ja, was ist mit Zachary? Hat sie jetzt mit ihm gesprochen? Zachary, zur Erinnerung, ist ihr Freund, der sie betrogen hat? What about Zachary? Did you let him off the hook? When he acts like a worm, I let him dangle. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's the spirit. Thanks, Juliet. Sure. Talk to you later. Na also, geht doch. Hey, Brooke. Oh, hi, Max. Hast du den Schnee gesehen? Du wirkst abgelenkt. Smalltalk oder direkt? Ich weiß nicht, wirkt sie abgelenkt? Ich frag sie mal nach dem Schnee. Did you see the freak snowfall yesterday? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? Oh, das werde ich dann mal später tun. I will later. Lucky you. I'm sure he'll track you down, Max. I'll see you around. Sag mal, wissen die alle mehr wie ich selbst? Die wissen anscheinend alle, wie sehr der auf Max abfährt. HIV und AIDS sind nicht nur Achso. Oh Gott. Das lese ich jetzt nicht alles. Ihr könnt ja gerne mal anhalten. An die Schlampe, die meine Franjunu-Gesichtscreme gestohlen hat. Das war echt teurer Scheiß und ich brauche sie für meine Akne. Achso, das hatten wir auch in der letzten Episode schon gelesen. Go, Miss Grant. Not sure if I will, though. I'm a loser. Lass dich nicht von Big Brother überwachen. Das ist die Miss Grant. Das ist ja diejenige, die die Petition unterschrieben lassen wollte von uns. Ein aufdringliches Überwachungssystem könnte Ende des Schuljahres in der Blackwell Academy installiert werden. Mitglieder der Fakultät und des Studienrates werden ein öffentliches Forum enthalten, um über die dringliche Lage aufzuklären und zu diskutieren. Stellt euch bitte gegen das Eindringen in die Privatsphäre. Aha. Ja, ihr wisst, dieses Spiel lebt so gesehen von allen Bildern und von allen Geschichten, die man hier auch an der Pinnwand lesen kann. Blackwell isn't that big, but it sure feels like a labyrinth. Können wir hier bei Stella klopfen? Go away! People sleeping! Oh. Clearly not a morning person. Oh, oh, oh. Brooke, und hier ist Taylors Zimmer. Taylor is no doubt being led around by Victoria, as usual. Aber ich hör doch da ein Lachen! Sollte ich irgendwas übersehen haben, schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Ach, das ist doch Kate. Oh Mann, und da duscht auf jeden Fall jemand. Rachel ist a whore. Da haben wir eine Hasspredigt gegenüber Rachel. Und mal wieder zur Erinnerung, Rachel ist das Mädchen, was immer noch als vermisst gilt. Wer auch immer das geschrieben hat. Victoria? Kann ich mir jetzt einfach nur denken. Wird schon seine Gründe haben. Wir können auf jeden Fall mit Kate sprechen. Trust no one, das steht da wirklich überall. Reden und ansehen. Hier ist ein Poster. The last time I got a flu shot, I got the flu. So. Fuck you. Das war ja, das kennen wir ja auch. Oh, ist das ein Kondomautomat? I'm good to flow. Thanks. Okay. Otter Power? I'm so not there. Otter Schwimmteam Training, ja. Das Schwimmteam, da duscht jemand. Max! Oh, hey, Kate. Sorry about yesterday.
Yeah, I'm sorry you didn't do anything to help. But you're just like everybody else here. It's not true. I wanted to help, but... Whatever. It's done. Huh? Is this vorbei? By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Ach man. Können wir noch mal mit ihr sprechen? Kate is not good. I wish David would get off her crack, as Chloe would say. Die Kate kann einem auch leid tun, ne? Wie seht ihr das? Habt ihr mal so einen Mobbing-Angriff erlebt? Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jährchen raus aus der Schule. Ich sag mal, so einen Ruf, den kriegt man sehr schnell ab. Den aber wegzukriegen, das wird schwierig. Und ich denke mal, so geht's Kate gerade auch. Wir duschen erstmal. Süße Cheap Chips auf dem T-Shirt. Oh, habt ihr ihr T-Shirt gesehen? Ob man die Sachen irgendwo kaufen kann? Die fand ich, also das T-Shirt fand ich richtig cool. Ah, so eine Dusche ist doch schon mal fein, ne? Was ist mit Kate? Warum zeigen sie jetzt auf Kate? What's up, oh, Kate? Nein. School. That's it? That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way- Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate. Or Max. Was? She's a weirdo with that dumb camera. I hate that. I'm so quirky. Crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. Oh, man. Kateswit.com. Ich weiß nicht, was wir der Victoria getan haben, aber die scheint die Max auch nicht so gerne zu mögen. Wahrscheinlich, weil sie einfach cleverer ist. Wer duscht eigentlich in der anderen Dusche? I better get dressed and go give back Kate's book. Ja, aber wir machen erst den Link weg. Können wir hier noch irgendwas machen? Wasser benutzen? Nachricht? Ansehen? Is that the link to Kate's video? Damn, Victoria is so fucking mean. Wir wischen das weg. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. So, und wir waschen unsere Hände dann. Oder unser Hello? Gesicht. Water? Sorry, I forgot. Wenn man das benutzt, dann scheint das Wasser kalt zu werden. Das ist ja lustig. Gut, hier können wir wieder raus. Das war in einer anderen Dusche. Out of order. Who cares, you bitch? Die sind alle so nett hier in der Schule, ha? Huh? Könnten wir rausgucken? Gut, wir gehen hier wieder raus. Ich bin jetzt schon echt gespannt, was gleich passiert. Oh, hier hat sich was verändert. Und wir können... Oh, sie tanzt nicht mehr. Ach, die hängen zusammen ab. Was ist das denn? That is so damn cute, how much Dana is into this Halloween party. Na, das finde ich auch. Was haben wir hier? Trevor is making himself comfortable. Ugh, hope they don't get busted. Ach, das ist Trevors Jacke, okay.
Dann eine Papierkugel. This is both sad and pathetic. Ach so, das war der Brief von Logan. Wir wissen ja, dass der Vater, also dass Dana ja schwanger war und nicht mehr ist. Und der Logan ist wohl der Vater, also wäre der zukünftige Vater gewesen. Mit Juliet haben wir eigentlich schon gesprochen. Ich würde sagen, wir... Oh, da sind Verhütungsmittel. Hat sie dazu gelernt? Speaking of Halloween, look at all this makeup. At least Dana knows how to use it. Ja, Dana, muss ich auch sagen, ist hier eine echt hübsche Person. Mit der reden wir doch mal. Hi Dana, how are you? Much better than yesterday. I'm glad we talked. Ich auch. Me too. I know it's good to just talk about this stuff. You're almost psychic. I felt like you knew everything anyway. By the way, the best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig. That's awesome, Dana. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. I'm not big on cosplay. Don't let life pass you by, Max. So, are you coming to the party or not? Ich würde gern zur Party gehen, oder, liebe Freunde, besser nicht. Könnt noch eigentlich Warren mitnehmen, oder? Aber nachher werden irgendwelche Gerüchte über uns gestreut, also über die Max und den Warren. Und wir wissen ja, wo das endet. Das endet wahrscheinlich in der Hetzkampagne gegen uns. Aber ich würde eigentlich gerne zusagen, weil ich würde in diesem Spiel gerne mal eine Halloween-Party erleben. Also sagen wir natürlich zu. Why the fuck not? If I hate it, I can always go back. To my room. That's the spirit, Max. After this, you'll be ready for a rave. It does sound like fun. Now I have to go contemplate my party future. Okay, hier können wir auch noch mal reden. Excuse me, I'm texting Zach. Was? Warum textest du mit Zach? Der hat dich beschissen hier. Hat sie nicht gesagt, wir können uns ein Outfit von ihr leihen? Liegt das hier nirgendwo herum? Oh, hier können wir mal benutzen. Who will survive and what will be left of them? Don't say that out loud, dork. Dana Schutzbefohlene, Beziehungsstatus nicht Single. Happy, happy, joy, joy. That would be fun to put skulls and ghosts all over Blackwell. Achso, das ist die Nachricht zur Halloween-Party? Like I could pull this look off? Hello, Victoria. Gothic Burlesque Damenoutfit. Oh, das finde ich auch klasse, ne? Also vielleicht nicht unbedingt sowas, aber hier so ein Kleidchen, haben schon schöne Sachen. Okay, Dana wird als Burlesque-Mädel losziehen. Ich dachte eigentlich, das wäre Halloween, aber gut. Oh, Inline. Rollerblades. Oh, I wanted to be a Derby girl, but I almost broke my feet just putting them on. Wer kennt das nicht? Kennt ihr das noch? Rollerbladen? Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Macht man das heute noch? Kriegt man die Teile überhaupt noch irgendwo zu kaufen? Also ich fand das immer richtig cool. Aber fragt mich nicht, wann ich das letzte Mal die benutzt habe. Das ist ja schon Ewigkeiten her. Können wir nochmal mit Brooke reden? I don't have time, Max. I can't talk now. Okay, ja. Ist Victoria vielleicht jetzt für uns da? No. Fine, I won't disturb you. Gut. Aber wir sollen Kate, die wohnt ja gleich daneben, noch was bringen. Und wir wollten nochmal zurück ins Zimmer und wir müssen uns mal anständig kleiden, weil so geht natürlich nicht. Oh, da liegt was auf dem Bett. What? Oh, no fucking way. This is not why I came to Blackwell. And I still have to clean all this crap up after I find Kate's book. Kann ich nicht zurück. Okay. Mist, dann überspringe ich aber die Unterhaltung. Kann ich das nicht abbrechen? Either I rewind or I cancel.
Wie kennt sich das? Ah, so kennt sich das. Mist, okay. Versuch wäre es wert gewesen, zurückzuspulen und hier einfach im Zimmer zu stehen, wenn die meinen, das machen zu müssen. Ich finde das richtig krass. Das grenzt ja hier an Mobbing in dem Spiel. Das ist doch... Schaut es mal an. Oh, shit. Nathan's revenge. Even Chloe told me not to go to the principal. Ja, das war vielleicht dumm, haben wir aber trotzdem richtig gemacht. Man, this could almost be art if it wasn't so fucking sick and disturbed. Alter, die haben ihren Kopf auf dem Teller neben einem toten Tier dargestellt und ihre Augen ausgekratzt. Das ist schon... das legen wir mal weg. Das ist doch... ja, Leute, also obwohl das ein Spiel ist, finde ich das schon sehr eindeutig, wie man sich so fühlt, wenn man gemobbt wird. Das transportiert die Gefühle gerade richtig gut bei mir.